Kern steht natürlich die Anna von Striesow mit ihrem Vater. Der Vater als desertierter. Vater, warum bist du hier? Das soll niemand wissen. Der ist eine ambivalente Figur. Und der ist der klassische Protagonist, der Gute, aber der Federn gelassen hat im Krieg. Wo bringen sie dich hin? Ich komme in ein Lager. Du musst auf dem Gut bleiben. Das ist dein Zuhause. Das kann dir keiner nehmen. Du hast jetzt die Verantwortung. Das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Anna ist plötzlich alleine auf diesem Riesenhof und hat wahnsinnig viel Verantwortung und möchte dieser Verantwortung auch gerecht werden und ist aber total überfordert. Anna von Striesow findet neuen Halt bei einer Flüchtlingsfamilie. Das sind die Erlers. Guten Tag, wir sind aus Berlin. Können wir vielleicht ein, zwei Nächte bei Ihnen unterkommen? Wie alt seid ihr beide? 15. Sag nie was anderes. Lisbeth ist auf der Flucht an einem Flüchtlingstreck mit ihren Söhnen Friedrich und Lothar. Dann gibt es die Familie Schober, eine sehr angesehene Familie im Kosmos Tannbach. Der Führer und das Bauernland, wir geben dem Volk das tägliche Brot. Gott schütze den Führer und segne das Land, dass unser Volk nicht mehr leidet in Not. Amen. Franz Schober ist in jedem Fall ein Mensch, der uns in Abgründe blicken lässt. Und wenn es um seinen Vorteil geht, ist ihm auch jedes Mittel recht. Er ist zurück, mein besonderer Freund darauf. Versteckt sich hinterm Gutshof. Wohl Verstärkung vorhin und schnapp ihn her. Dieser Cast ist für mich natürlich ein Traum. Jedes Mal, wenn man die dann so zusammensieht, fängt dann schon so eine Zufriedenheit an. Toll, dass wir die so zusammenbekommen haben. Ich finde Nadja Uhl total toll. Ich finde Martina Gedeck total toll. Heiner Lauterbach, es ist eine große Ehre. Ich kann nur sagen, dass die Mischung von Schauspielern, da bin ich besonders dankbar, dass wir als Schauspielergarde da so gut funktionieren. Man merkt, das ist eine wirklich gute, gewachsene Gemeinschaft inzwischen auch ist. Das sind alles junge Leute, die toll sind. Wir haben einfach wirklich Spaß bei der Arbeit. Wir haben ein super Team. Insofern ist das eine prima Arbeit, in der man alles erarbeiten kann. So ein Ensemble ist natürlich federführend, in dem wie so ein Film sich als Gesamtmasse bewegt. Es gibt Projekte, da kommt man ans Set und man spürt, dass da was Besonderes passiert. Und Tannbach ist so ein Projekt. Als Regie führen, da schenkt man sich fast selber die schönsten Momente, wenn man da so hinter seinem Bildschirm sitzt und schaut diesen Menschen einfach unglaublich gerne zu, dass man eigentlich gar nicht mehr wegschalten möchte.